Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play Hearthstone. Und zwar spielen wir ja immer noch den Schurken. Wir haben, glaube ich, noch die Hälfte oder was zu spielen. Dann haben wir auch da alle Basiskarten. Dann haben wir auch endlich die Serie beendet. Dann laufen fast aktuell keine laufenden Serien mehr bei unserem Kanal. Sehr schön. Und dann kann ich auch wieder ein paar andere Sachen machen, beziehungsweise neue Sachen. Bei Hearthstone versuchen wir, alle Helden frei zu spielen und von allen Helden alle Basiskarten. Wir sind noch ziemlich am Anfang, so wie ich das hier festgestellt habe. Am Anfang im Vergleich mit zu denen, die eben schon jahrelang spielen und viele Karten gesammelt haben. Aber wir lernen sehr schnell dazu und hoffen irgendwann mal zu den ziemlich Guten hier dazu zu gehören. Und das wollen wir wirklich probieren. Und deswegen steigen wir gleich ins Spiel ein und schauen, dass wir von dieser ersten halben Stunde so viel wie möglich noch rausholen. Ich stecke noch Mikro um wie immer und dann sehen wir uns in-game. So. Sind jetzt wieder auf das schöne Mikrofon, aufs Mod Mic. Wir übertragen übrigens live auf Twitch diesmal. Hearthstone übertragen wir immer auf Twitch. Auf Twitch gibt es viele Leute, die sich gerne Hearthstone anschauen, deswegen schalte ich noch kurz um. Hearthstone Heroes of Warcraft. Schurke, Basiskarten sammeln. Game for fun. So, Spiel starten. Hearthstone. Und auf mit dem richtigen Bild. Bitte loggen Sie sich ein. Ich hoffe, ich habe mir ein Passwort gemerkt. Wir haben uns nämlich auch einen Helden jetzt gekauft. Ich habe auch einen Prime und da kann man sich so einen Helden dazu nehmen. Das habe ich gemacht. Das war quasi so ein kleines Gimmick von Blizzard. Und jetzt gibt es hier quasi einen neuen Helden für mich. Schauen wir mal. Na, springt der Ton nicht an? Es dauert immer ein bisschen, bis das Spiel hier richtig startet. Nehmt Platz, wenn ihr welchen finden könnt. Na, hallo. Ich finde die Vertonung von denen immer toll. Das ist er. Tyranny. Whisper weint, okay. Ihr findet sie unter dem Reiter Helden in eurer Sammlung. Dankeschön. Und einen neuen Kartenrücken. Das ist mein erster neuer Kartenrücken. Und was haben wir hier? Spielt 20 Wildtiere aus. Spielt 75 Dinos mit Kampfschredder. Haben wir schon 14 ausgespielt. Und Zauber brauchen wir noch ein paar. Wie funktioniert das mit den Kartendecks? Mal kurz schauen, ob ich jetzt einen neuen Kartenrücken einstellen kann. Sind das die hier? Ja. Jetzt nehmen wir die hier mal. Klickt mit der rechten Maustaste auf eine Karte, um sie anzusehen. Erhält im Rahmen einer besonderen Aktion. Okay. Achso, die muss ich zum Favoriten setzen. Dann wird die genommen. Okay. Was ist das hier? Helden. Das ist ein Priester oder was? Aha, das ist quasi mein neuer Priester. Damit könnte ich den hier ersetzen. Klickt mit der rechten Maustaste auf den Helden, um ihn genau anzusehen. Die Göttin ruft. Achso, jetzt habe ich quasi einen neuen Priester. Aha. Wow. Das ist jetzt nicht unser Ziel. Unser Ziel ist jetzt, dass wir die Basiskarten erreichen in diesen Videos. Wir haben hier 14 von 20. Wir haben etwas langsam gespielt, deswegen spielen wir jetzt ein bisschen schneller hoffentlich. Wir sind auch schon auf Stufe 23. Vielleicht schaffen wir Stufe 20 noch. Das hätte ich eigentlich vorher auch schon forcieren können, dass ich während ich die ganzen Basiskarten gespielt habe, einfach öfter mal gewertete Spiele gespielt habe, weil ich habe doch auch oft gewonnen. So ist es nicht. Ich finde, ich mache das gar nicht so schlecht für die Karten, die ich habe. Und ich sammle auch Gold dabei. 56 habe ich schon. Garrosch, Heulschrei. Wird schwer. Oder tot. Seid auf der Hut. Den brauche ich noch nicht. Das ist Level 7.
Okay, besser. Ich habe mir auch die Weltmeisterschaft in Hearthstone angeschaut. Die läuft nämlich gerade auf der BlizzCon. Ja, da habe ich mir das angeschaut mit so deutschen Kommentaren und so. Naja. Ich meine, die spielen nicht schlecht oder so, aber die haben halt gute Decks, gute Kartendecks und sie spielen quasi sehr, sehr ähnlich, ist mir aufgefallen. Weiß nicht. Hat mich jetzt nicht sonderlich beeindruckt, fand ich, so wie die gespielt haben. Die ganzen Leute im Chat, boah, die sind so pro, die spielen so gut. Ich weiß nicht. Ich war jetzt nicht so überzeugt. Jetzt macht er sich mal Rüstung, glaube ich. Ich habe ja den Cho. Damit kann ich Karten ziehen. Vielleicht sollte ich ihm zuerst den Schaden zufügen, dann den Cho herstellen, dann kopiere ich seine Schläge. Was macht der so lang? Das überlegt er beim ersten Zug so lang. Das ist so, wie wenn man jetzt... Bald Eis her! Das war's. Sehr gut. Ich bin kein ungeduldiger Spieler, aber beim allerersten Spielzug so lange überlegen. Es gibt Leute, die schauen mir gern zu, dass ich, wie ich Hearthstone spiele. Ich kann das übrigens verstehen. Also nicht, weil ich mich jetzt so toll finde. Wow, nein, das meine ich nicht. Ich schaue den anderen auch gern zu spielen. Er hätte mich lieber angreifen sollen. Jetzt zerstöre ich seine Verteidigung. So sagen die anderen, die Profis. Die reden alle auf Englisch, die Spieler spielen alle auf Englisch. Ich spiele es nicht auf Englisch, ich spiele es auf Deutsch. Warum soll man das auf Englisch spielen? Das verstehe ich nicht. Ich kann Englisch. Ich kann nicht mal so schlecht. Hallo, Shinobi. Ich kann auch nicht schlecht Englisch, aber ich verstehe, warum die alle das Spiel auf Englisch spielen. Wow, was macht der denn? Ein Murloc. Nimm das. Feuer frei. Und das. Los geht's. Das. Ich werde noch eine Waffe. Okay, mit dem Wetter richtig kennen. Findest du? Also er schreibt gerade hier. Der Shinobi, der mir immer öfter zuschaut, er meint, man kann das nachvollziehen, wenn man versteht, was es da für Karten alles gibt und die machen sehr, sehr coole Entscheidungen. Wobei mir das ganz ehrlich gesagt nicht so schien, weil mir erscheint das nur logisch. Man baut sich ein Deck auf, man versteht sein Deck, man weiß auch, warum man das gemacht hat und wie die Karten miteinander zu kombinieren sind. Und da finde ich das danach nicht mehr so besonders, wenn man eh weiß, warum die das alle können, die ganzen Waffen. Los geht's! Feuer frei! Das war's! So gesehen, weißt du, was ich meine? Also man sieht danach die ganzen, man sieht danach die ganzen Kartendecks. Irgendwann habe ich ja auch schon nach einen Begriff gehabt. Also ein Verständnis gehabt, warum, wie die spielen und warum die so spielen. Ach ja, genau. Naja, also ich finde nicht... Ich habe denen zugeschaut beim Spiel, da hat so der Camlan, heißt der? C4MLAN oder so heißt er. Dem habe ich zugeschaut, wie er das kommentiert hat und ich fand das jetzt nicht so. Möge die Jade-Schlange euch leiten. Legt euch nicht mit Zahner an!
Los, das ist kein gültiges Ziel. Das war's. Ja, auf jeden Fall habe ich dem zugeschaut und der eine Cameron hat das kommentiert und es war irgendwie logisch. Wenn du mich fragst, war es logisch, was die gespielt haben. Und es war jetzt nicht so überraschend. Geöffnet. Und auch die Karten, die sie sich ausgesucht haben, schienen in der Szene geläufige Sachen zu sein. Also das heißt, die haben sich Karten ausgesucht, wo man gewusst hat, das sind die guten Karten, die hat man sich zum Aussuchen. Und auch die Decks an sich waren schon... Ja, mir ist das schon klar, dass man das Deck des Gegners spielt, aber man weiß sogar vorher, was für Decks die Gegner spielen werden, weil die Decks angemeldet werden. Das heißt, du weißt vorher schon, mit welchen Karten er tatsächlich daherkommt. Man bereitet sich auf so ein Spiel auch vor. Also so, ja, wie gesagt, so überzeugt war ich dann nicht. So, was habe ich hier an Waffen? Da gehen wir mal durch, okay. Wir haben hier 3-4 Schaden. Spüre meinen Stahlschrei. Los geht's. Das war's. Ja, das ist mir schon klar, dass man 2-3 Züge im Voraus planen muss. Aber das ist ja nicht anders, wie wenn man Schach spielen würde. Es ist auch nicht anders, wie wenn man sonst andere taktische Spiele spielen muss. Außer, dass man hier bei dem... Nein, ich will dir nichts einreden. So ist es nicht. Ich will auch nicht deren Leistung jetzt schlecht reden oder so oder schmälern. Aber es scheint, als könnte man, nachdem man jetzt eine Zeit lang hier spielt und die ganzen Karten kennt und sich ein gutes Deck aufbaut, sich auch Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, was, wo, wie als erstes kommt. So ähnlich tun die das ja dann auch, ne? Schauen wir mal, ob ich das auch mal irgendwann so gut kann. Ich will jetzt nicht überheblich klingen oder so, aber wer weiß. Was macht er? Ich muss mich entscheiden. Greif an! Tja, ich habe jetzt noch 9 Schaden. Schade, dass ich jetzt nicht noch mehr Schaden habe. Das Dingo! Ja! Los geht's! Naja, ich konzentriere mich mal auf meine Basiskarten jetzt. Ich will ja nicht weiterkommen in dem Spiel. Aber bin gespannt. Bin gespannt, ob ich es zum Beispiel mal schaffe, hier auf Level 1 oder was zu kommen. Wie das andere hier auch anscheinend öfter geschafft haben. Der zerstört mich jetzt in der Runde. Nee, das stört mich nicht. Er hätte fast können. Wenn ich den Spott nicht gehabt hätte, der mich jetzt zerstören kann. Ich muss mich entscheiden. Aber er hat schon gesehen, dass er hätte mit den Achter zerstören müssen, weil sonst bringe ich ihn das um. Was macht der Mensch? Also ich spiele die Karte aus. Gib dem Ansturm. Weil sie schon wurscht ist. Naja. Sturmangriff auf den war super. Naja, war schon egal. Okay, dann haben wir wieder, wenn du siehst. Zündet Stufe 6, was habe ich jetzt? Typische Klinge. Verursacht einen Schaden, zieht eine Karte. Verursacht einen Schaden.
Mein Schaden ist nicht viel. Nee, den wollen wir gar nicht. Mein Schaden ist mir zu wenig für eine Karte ziehen. Da spiele ich lieber eine Karte aus, die mir eine Karte gibt. Ist besser. So, machen wir weiter das Spiel. Was meinst du mit Legend? Wie wird man Legend in dem Spiel? Level 1? Wie schwer kann das sein, dass man Level 1 wird? Verstehe ich nicht. Man baut sich ein paar gute Decks, ballert alle weg und fertig. Level 1. Seid auf der Hut. Ich warte noch eine Runde. Ach, da setzt sich jetzt gleich mal seinen Typen da raus. Melde mich zum Dienst. Grüß dich. Melde dich zum Dienst. Grüß dich. Zeit für ein bisschen Blutvergießen. Armani Berserker. Zeit für Blutvergießen. Melde mich zum Dienst. 5 Sterne auf Rang 1. Wie erreicht man die Sterne? Hat man dann nachher mehr als diese 2 Sterne oder was meinst du? Seid ihr mein Meister? Jetzt hat er 5 Schaden. Jetzt gibt es gleich Schaden in der Face. 6. Sieg und bist Legend. Warst du schon mal Legend, Shinobi? Nein, ich glaube, das sagt du was dran. 5, glaube ich, gell? Geladen und entsichert! Lass die Schmerzen sprechen! Hier, nehmen wir ein bisschen Schaden. Der Sterne ab Rang 20. Ja, man verliert. Also man muss recht oft gewinnen, ne? 10 sind es 5 Sterne pro Rang. Was, 5 Sterne pro Rang? Das heißt, wenn man von Rang 10 auf Rang 1 spielen will, hat man 50 Spiele zu gewinnen. Für den König. Wobei man 50 Spiele ohne Verlust. Was, du bist Legend? Du bist Legend? Respekt. Ich frage mich, ob legt euch nicht mit Zorn. Einsatz bereit. Mir schmerzt. 5 dabei irgendwie den Schaden zu. Ja, das ist viel besser. Mehr Schaden. Ja, ich weiß, ich hab dich in der Liste. Da sehe ich. Ach so, diese Kristall bedeutet Legend. Und was bedeutet diese Zahl 6140? Was bedeutet? Sicher gleich. Da könnt ihr sehen. Warum macht er sich so viel Angriff? Melde mich zum Dienst. Ugh.
haben wir denn das gemacht? Haben wir das jetzt geschenkt? Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Spüre meinen Stahlschwein. Du bist Rang 6000 irgendwas in Europa. Was? Da brauchst du ja ewig, bis du dann. Aber du bist Legend und bist Rang 6000. Das heißt, es gibt über 6000 Leute, die auch alle Rang quasi 1 sind und die ganze Zeit gewinnen. Ja, dann werde ich das wohl auch schaffen, oder? Vielleicht. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Was ist denn das für eine? Lass die Schmerzen schreien. Los geht's. Spüre meinen Stahlschwein. Ich habe jetzt sehr viel Schaden am Brett. Ja, wie ihr seht, ich habe hier nicht fast keine Angriffseinheiten mehr, habe nur mehr noch ein paar Zauber hier, aber die ganzen Einheiten liegen hier auf dem Brett Sie drauf und das reicht. Wissen, wir versuchen jetzt wieder Schaden zuzufügen. Boah. Er opfert jetzt seine ganzen Leute. Der arme Kerl. Wie viel Schaden habe ich jetzt noch? Das ist die Frage. Soll ich dem zwischen. Also ich habe jetzt hier 3. Mit 5 wäre 8, wäre 9 Schaden. Los geht's. Spüre meinen Stahlschwein. Muss mich bald entscheiden. Nein, das hätte ich vorher gebraucht. Das hätte ich vorher gebraucht, dann hätte ich jetzt gewonnen. Nein, ich gewinne sowieso. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Diese momentan ca. 10.000 Leute auf Legend sind die besten 1%. Ich war schon unter 2.000, aber hast du Lust auf neue Decks und naja, wie du siehst, brauchen die etwas Training. Ich habe ein wow, er war schon unter den besten 2.000 in ganz Europa. Für den König. Besiegt mich der jetzt, oder was? Der hat jetzt noch 2, 4, 8. Nein, er besiegt mich nicht, das geht sich gerade halt nicht aus. Ich hätte ihn vorher besiegen können. So, wir haben wieder gewonnen. Langsam läuft das hier bei uns. Und ich bin jetzt Malerkräuber. Aber ich war schon mal 22. Ich glaube, ich war schon mal 21. Wir spielen weiter. So wie das Deck jetzt ist, bin ich zufrieden. Für das, was ich jetzt bin, in dieser Stufe 22 herum, klappt das ganz gut. Und hast du schon mal bei Turnieren mitgemacht, Shinobi? Hast du bei irgendwelchen, was weiß ich, internationalen Valera Turnieren oder so mitgemacht? Gegen Valera. Was fehlt dir da eigentlich? Sind das die Züge? Ist das, dass du ein gutes Deck zusammenstellst oder fehlen dir noch Karten, dass du da ganz vorne mitmischen kannst? Das ist aber auch jetzt nicht so toll hier, was ich hier habe. Fügt dem feinigen Helden 3 Schaden zu. Die tun wir mal weg. Na gut, bekomme ich jetzt zumindest eine Angriffskarte hier. Nee, nicht mal eine Angriffskarte. Ich kann nichts aufs Brett legen. Ich habe lauter Zauber hier. Was soll denn das? Los geht's. Das war's. Hier nehmen wir ein bisschen Schaden. Ich bin schon 25 Minuten. Ich möchte heute nicht mal wieder so lang spielen wie sonst auch immer. Ich bin immer tagsüber so müde und das gefällt mir nicht.
habe nicht genug Mana. Los geht's. Das war's. Wir fügen hier Schaden zu. Ich habe weder das eine noch das andere. Er meinte, ich soll Miracle oder Maligos Schurke spielen. Übrigens habe ich jetzt den Maligos Schurken gestern gesehen. Ich habe auch einen Schurken gestern gesehen. Mittlerweile sind das so Bezeichnungen für die alle Leute, die hier auf YouTube dann später einschalten. Also sie bauen sich Decks rund um gewisse Karten auf und dann nennen sie sich diese so. Legt euch nicht mit Zahler! Ja, irgendwann, wenn ich das mal habe. Ja, ich weiß nicht genau, ob das eine Übungsgeschichte ist, was du meinst. Ich meine, das hat ja einen Sinn, dass man sich gewisse Karten mit aufs Deck nimmt. Und dann spielt man die heraus, wenn es gerade passt. Beziehungsweise, wenn man weiß, was man noch für Karten hat im Deck, spielt man gewisse Karten halt später erst raus und dann nicht sofort zu Beginn. Der hier teilt gerade echt mächtig aus. Der will mich hier ärgern. Ruft einen Banditen der Devias herbei. Los geht's. Meine Waffe hält 2 Angriff. Wollen wir 2 Angriff mehr? Ja. Wollen wir schon diesmal. Aber nicht in der Runde. Es geht einfach nur darum, damit er weiß, dass ich ihn jetzt zerstören kann, sollte er sich jetzt was herstellen. Das ist ein ziemlicher Hau drauf, Schurke, der Typ. Bin gespannt, ob ich jetzt den Schurken auch besiegen kann. Knappe, mir zur Seite! Bereit, mein Herr! Los geht's! Das war's! Ich kriege immer so viel Schaden wie möglich zu, solange ich kann. Damit er auch etwas unter Druck ist. Ich habe halt sonst nach hinten hin keinen Druck mit diesem Deck. Hat Ansturm, wenn was? Während ihr eine Waffe angelegt habt. Jetzt hat er Ansturm. Was macht er jetzt? Meine guten Karten kommen noch. Und die habe ich jetzt zu Beginn auch nicht gebraucht, weil ich gar zu wenig Mana hatte, aber... Verursacht ein Schaden-Kombo. Das sind 2 Schaden. Der teilt jetzt aus. Aber das stört mich auch nicht. Vernichtet einen feindlichen Diener. Nein, wollen wir gar nicht. Das ist die Frage. Ich habe hier 3. Ich könnte... Los geht's. Nein, das lassen wir noch da. Die setzen wir dann auf die andere Waffe drauf. Dann habe ich plötzlich viel Schaden drauf. Was hat denn der jetzt gemacht? Dolchfächer ins Leere. Ich hab keine Einheiten, das ist auch... Sehr, sehr selten bei mir, aber... Los geht's! Gib mir den Bogenlicht-Schlüssel! Wir setzen so viele Karten wie möglich ein. Ich möchte nämlich den Joe auspacken, dazu möchte ich meine Angriffszauber erstmal verbrauchen. Klar machen zum Enthorn! Wow. Das war jetzt sinnvoll. Ja, verkehrt was nicht. Lass deinen feindlichen Diener auf die Hand des Gegners zurückkehren. Da ich den seinen Schaden nicht haben möchte.
Los geht's. So, bitte sehr, in your face. Möge die Jade ich schon mal aus. Euch leiten. So, mal sehen, was er jetzt macht. Er dürfte auch noch Zauber auf der Hand haben. Wow, die habe ich nicht. Zum Beispiel diese Karte hätte ich. Finde ich gut, aber die habe ich nicht. Los geht's. Gut, da ist Nummer 5. Nein, wir warten lieber. Vielleicht kommen noch ein paar gute Karten bei mir. Ich habe noch jede Menge Angriffskarten eigentlich. Die sind noch nicht gekommen. Ich glaube nicht, dass er mich noch besiegt. Oha. Der Handschlag. Nein. Der hatte ziemlich viel Druck auf seinen. Er besiegt mich jetzt. Das ist ein bisschen blöde. Nein. Los geht's. Ich weiß nicht, ob das jetzt klug war. Ich hätte den vorher ausspielen sollen. Nein, aber so wurscht, das reicht ja aus. 2 plus 5 ist, dass ich ihn töte. So, noch ein Zuschauer. Hallo, Mörder. Er kommt immer recht spät online, Jungs. Okay, er stellt immer wieder auf die Hand. Vielleicht ein Dinos mit seinem Griff. Stattdessen. Nein! Glückwunsch, mich besiegt. Gut gespielt. Aber das war immer knapp. Das war knapp. Wir machen noch ein Spiel. Weil Zuschauer da sind. Ansonsten wollte ich eigentlich aufhören, weil ich schon wieder über diese halbe Stunde drüber bin, aber vielleicht gieße ich ein schnelles Spiel noch aus. Ich spiele auch immer spät und ihr kommt auch immer spät online. Ich möchte nämlich endlich die Serie zu Ende haben. Endlich alle Basiskarten. Valera gegen Valera. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich ja schon von den anderen Spielen schon fast alle Serien beendet. Kommandos habe ich nicht. Das müsst ihr mir nicht sagen. Habe ich noch nicht. Da bin ich aber schon in Level 16. Von 20. Warum habe ich diese Karte? Die ist so dämlich. Die haue ich nicht mal raus. Schattenschritt. Geht mal da weg. Die hätte ich jetzt auch wegmachen sollen. Die brauche ich überhaupt nicht, diese Karte. Zu was will man sich in den... Etwas wieder zurück auf die Hand holen? Das ist doch urblöd. Warum habe ich das reingetan in mein Deck? Werde ich dann rausnehmen. Und dauernd kommt diese Karte, ich spiele die nie und ich habe sie die ganze Zeit. Und ich habe 2 davon. Was könnte man mit einem befreundeten Diener machen? Wieder auf der Hand. Den will man ja unten haben auf dem Brett. Los geht's. Das war's. So, schauen wir mal. Das hat jetzt nicht unbedingt die Klasse von den Weltmeisterschaftsspielen, die glaube ich jetzt aktuell sogar parallel laufen, oder? Ich glaube, die spielen gerade drüben. Ich möchte nicht immer gegen Schurken spielen, die sind gut. Einsatz bereit! Los geht's! Thank you.
So. Ich spiele auch schon so schneller. Zu Beginn habe ich das mit den Karten gar nicht gecheckt. Was da alles gab, aber mittlerweile. Sag mal, Shinobi, legt's bei dir auch oder legt's nur bei Mordor? Weil bei mir steht unten in Twitch. Ja, ich verstehe, was du meinst. Bei mir steht nämlich, Qualität der Stream-Einstellungen sind hervorragend. Sag mal, ob es bei dir auch laggt, Shinobi. Der Mordor beschwert sich immer, dass bei ihm immer so laggt. Bei mir erkenne ich das nicht. Lass die Herzen sprechen. Also er meint, der Shinobi meint, diese Karte hier ist gut, wenn man jetzt etwas hat, was einen Kampfschrei hat, zum Beispiel der hier, könnte ich dann ausführen, die Karte wieder zurückholen, kostet dann nochmal zwei weniger, kann ich es gleich nochmal draufsetzen, weil ich müsste schon zwei Karten holen, stimmt halt nur einer, wenn ich das möchte. Zurückkehren? Nee, wer macht dann wieder diesen Kampfschrei? Das ist mal meine Waffe hier. Und tanzen. Ja, also beim Shinobi laggt's nicht. Ich habe nämlich eine 30 MB Leitung oder so. Also ziemlich gut. Um das mal darzustellen, ich kann gleichzeitig streamen hier in HD, spielen auf Counter-Strike, aufnehmen gleichzeitig und ich habe immer noch Counter-Strike einen Ping von 9. Also in meiner Leitung kann das jetzt, glaube ich, nicht wirklich liegen. Und bei Twitch kann es unmöglich sein, dass ich da so hohe Streamraten habe. So. Ja, meine Bitrate ist irgendwo zwischen 2.500 und 3.000, glaube ich. Legt euch nicht mit Zahner an! Los geht's! So, somit macht meine Waffe jetzt 15 Schaden. 20 Schaden. Ich werde nur mit der Waffe jetzt zerstören können. Gib mir den Bogenlichtschraubenschlüssel. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Dann werde ich das aber nicht einstellen können, weil die Bitrate ist für Twitch ist das perfekt. Anscheinend, wenn ich mit zu viel Qualität übertrage, ist das für manche zu viel.
wenn eine Bitrate zu hoch ist. Sie diskutieren gerade, wie jemand hier das etwas ruckelnd empfängt. Ich übertrage zu viel Daten und er kann zu wenig Daten downloaden gleichzeitig. Ich möchte mich eigentlich schützen. Das Dingo! Ja! Los geht's! Ich besiege mit einer einzigen Waffe. Ja, aber wenn ich... Ich habe ein riesiges Gewehr! Viel Schaden brauche ich nicht mehr, dann habe ich ihn besiegt. Wobei der jetzt auch schon beginnt, mir nicht zu nerven hier. Knappe, mir zur Seite! Also er hat jetzt 7. Los geht's! So, was macht der jetzt? Der hat jetzt 9. Ich hab 14, der kann mich nicht besiegen. Hallo Julia. Ein neuer Zuschauer. Gib mir den Bogen. Schön, dass du da bist. Naja, vielleicht kann ich das irgendwie einstellen, dass das von Twitch besser übertragen wird für alle. Hallo, ihr alle. So, schauen wir mal. Wie füge ich dem jetzt nur noch ein bisschen mehr Schaden zu, als wie das, was ich hier schon habe, ohne jetzt zu sterben? Das ist die Frage. Überlebe ich 10 noch? Oder sollte ich beginnen, ein bisschen abzuräumen? Er besiegt mich. Danke. So. Gut gespielt. Er besiegt mich. Wurden begangen. 4, 6, 9. Er hat 9. Aber... Los geht's. Hört zittert vor der Wand. Möge die Jade-Schlange euch leiten. Er besiegt mich. Er besiegt mich mit 1. Der Kassel hapert an der Rechtschreibung heute. Ja, bei mir auch. Was macht der jetzt? Der hat nicht mehr so wenig an Schaden, was er mir zufügen muss. Da wird er sich ja wohl jetzt eine Waffe anlegen und mich vernichten, oder? Ja. Gut gespielt. So, da jetzt doch mehr Leute zugeschaltet sind, werde ich noch ein Spiel spielen. Obwohl ich eigentlich jetzt aufhören wollte. Schauen wir mal. Ich habe für all die, die jetzt zuschauen, ich bin doch irgendwo, wie soll ich sagen, wenn es so viele Levels gibt, dann bin ich irgendwo hier unten. Ich spiele gerade die ganzen Basiskarten frei. Das heißt, ich muss mit dem jetzt noch auf Stufe 10 kommen. Das ist der letzte Held. Ich mache das immer so in Serien. Und den anderen habe ich es alle schon. Und... Nein, abbrechen. Jetzt werde ich nochmal kurz rein. Jetzt hole ich mir noch... wo waren wir? Schurken. Schurken-Deck. Jetzt hole ich mir das Ding heraus. Das braucht ja überhaupt kein Mensch. Verursacht deinen Schaden und zieht eine Karte. Möchte ich das? Möchte ich nicht. Doch, möchte ich schon. Ist eine billige Art, eine Karte zu ziehen.
So, ja, und ich spiele hier die ganzen Basiskarten mal frei für alle Helden. Ich habe jetzt nur mehr einen zum Spielen, nur mehr den Schurken. Von allen anderen habe ich es jetzt schon auf Level 10 ist das. Da habe ich schon die ganzen Basiskarten. Und dann schaue ich mal, dass ich so richtige Pro-Decks zusammenbekomme. Vielleicht mache ich auch die ganzen Abenteuer. Ich weiß nicht, habt ihr die schon alle gespielt? Wahrscheinlich, oder? Ich noch nicht. Ich habe nur dieses eine erste Level da im Turm geschafft. Also bis da, wo es noch kostenlos war. Und dann habe ich gedacht, spiele ich erstmal die Basiskarten, bevor ich jetzt einfach Geld hier sinnlos da investiere. Also nicht wundern, wenn ich jetzt hier nicht unbedingt so auf einem Pro-Level unterwegs bin. Ich spiele das, jemand sagte mal, ich spiele das hier sehr interessant, so von der Art her, weil es total neumodisch, freaky ist ein bisschen. Unkonventionell waren die Worte eigentlich genommen. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Duels. Wisst ihr eigentlich, ob man den Namen da unten ändern kann? Ich habe nämlich vor Jahren WoW gespielt und dann habe ich diesen Nick hier verwendet, Eldoral. Die will ich mir eigentlich ändern auf Wingman. Aber ich glaube, das geht nicht mehr, oder? Kann man das überhaupt ändern bei Twitch? Ich glaube nicht, oder? Seid ihr mein Meister? Plus 3 Angriff, wenn er verletzt wird. Jetzt werde ich mal schauen, ob ich den verletze. Wenn ich mir eine Waffe drauf verletze, den haut er drauf. Dass da noch so viel Twitch-Zuschauer um die Uhrzeit im Online sind. Habt ihr alle keinen Schlaf? Was ist mit euch? Ihr nehmt das. Das ist kein gültiges Ziel. Das kann man nicht. Warum kann ich nicht meinen eigenen Typen angreifen? Was soll das? Wen soll ich töten? Geht's hier lang? Ich würde den angreifen wollen. Warum kann ich den nicht angreifen? Weil ich mit meinem Schwert geht das nicht. Mit anderen Fähigkeiten kann man seine Minions angreifen. Mit dem hier nicht. Ich hätte ihn jetzt angreifen wollen, damit er mehr Schaden macht. Seid ihr alles Hearthstone-Spieler, die ihr gerade zuschaut? Übrigens, ich brauche mehr Follower. Wenn ihr Lust habt. Jetzt bekomme ich den Show. Geht's hier lang? Los geht's. Den Show. Wenn ich jetzt den Show spiele, das ist ein bisschen blöde, weil ich habe noch so viel Zauber, die ich bekommen werde. Im Deck und dann glaube ich nämlich, dass es ein bisschen eigentlich schlecht ist. Weiß nicht. Was? Schurke ist eigentlich auch eine coole Sache zum Spielen. Also das mit dem ständigen Angriff hier, den man sich drauflegen kann, ist gar nicht so schlecht. Wobei natürlich der hier mit einem Angriff und 1 Rüstung viel besser ist. Ne? Was macht der sie jetzt? 5. Hey, gib mir eine Minute. Geht's hier lang? Einfach in your face, die ganze Zeit drauf. Es wird schon ausreichen. Da wollte sich jetzt sicher irgendwas draufstellen. Okay, er hat das Board geklärt. So, jetzt bin aber ich dran. Der hat jetzt mal sein Board geklärt, aber jetzt bin ich auch mal dran.
Los geht's. Das war quasi ein bisschen dein Todesurteil. Wenn er mich jetzt in den nächsten drei Runden nicht besiegt. So. Dann gewinne ich. Und ich glaube, ich gewinne. Weil ich in jeder Runde angreifen kann. Achso, jetzt muss ich nur seinen Spott wegbekommen. Hm. Gefangener Jormungar. Jetzt brauche ich irgendwas mit Spott. Lass deinen feindlichen Diener auf die Hand eures Gegners zurückkehren, das ist gut. Oder soll ich die zwei ausspielen? Nein. Lass den mal zurück. Hier sind die Schwerter in den Schatten. Los geht's. Das war's. So, er hat noch 8. Er kann den wieder ausspielen, wenn er möchte. Soll er mal tun. 52 Minuten, das wird wieder eine lange Folge, aber es macht nichts. Dann gibt's halt mal noch lange Folgen. Es gibt ja auch Leute, glaube ich, die gerne hier zuschauen. Verursacht 5 Schaden, zieht eine Karte. Das war nicht gut von ihm. Müssen wir jetzt nochmal 8 Schaden zufügen. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Wenn ich Glück habe und ihr eine gute Karte habt. Ich habe da leider nichts mit Ansturm. Los geht's. So, er hat noch 3 Schaden. Weil er sich jetzt wird er sich wahrscheinlich den Typen hinstellen mit Spott, den starken, den ich ihm wieder auf die Hand zurückgeschickt habe. Weil ich ihn ja sonst blätte. Zerstören wird er mich nicht können, weil ich 9 Verteidigungen habe. Mit dem hier. Ich glaube, die Runde geht an mich, aber sicher ist das nicht. Ich komme nämlich nur ganz schwer wieder runter aufs Brett, weil ich immer nur angreife. Ich habe jetzt nicht geschaut, dass ich ein starkes Brett mache. Ich habe die ganze Zeit angegriffen. Ich hätte jetzt auch immer probieren können, das Brett schön sauber zu halten. Vermutlich geht aber trotzdem der Sieg an mich. Wie viel habe ich noch, bis ich in die nächste Stufe bin? Ike wartet auf niemanden. Gibt er jetzt da auf oder was macht er? Naja, er spielt wieder den Spott, um was es war, vorher zu sehen. Ja, er hat verloren. Weil ich den Dolchfächer habe. So funktioniert das so. Ich spiele einmal Dolchfächer aus. Spiele einmal, denke ich, das hier. Dann das hier. Und gewonnen. So, ich habe gewonnen. Weiß ich, bin ich jetzt endlich mal in der Stufe. Wieder 2 Siege. Jetzt bin ich Stufe 21. Und auch Stufe 8. Lasst alle Diener auf die Hand ihrer Besitzer zurückkehren. Wirkt 40 Zauber. Sehr gut, ich habe wieder 40 Gold bekommen. Lasst alle Diener zurückkehren. Das ist für mich, wenn ich mit einer Waffe spiele, gar nicht so schlecht. Aber es kostet halt viel. Ja, das ist, wenn man mit der Waffe spielt, nicht schlecht. Okay, wir schauen uns das alles beim nächsten Mal wieder an, ob ich jetzt am Deck noch ein bisschen was ändern möchte oder nicht. Wir haben jetzt, wie weit sind wir? Zurück mit den Helden. Schauen wir nochmal. 18 von 20, wir haben nur 1,5 Stufen dann noch was geschafft.
So, Leute. Ich. Wo bin ich? So, im OBS hier abspannen. So, hallo. Ich danke euch mal fürs Zuschauen heute. Es wurde etwas länger, 55 Minuten. Dennoch, glaube ich, hat es ziemlich Spaß gemacht. Wir haben jetzt nur mehr 1,5 Stufen zu erreichen. Dann haben wir endlich auch die Stufe 10 mit dem Schurken und dann sind wir mit der Serie durch und haben endlich unsere erste Hearthstone-Serie geschafft. Und dann schauen wir mal, was wir uns als neues Ziel setzen werden. Mein Ziel ist es, dass ich auf jeden Fall mal sehr, sehr hoch komme in einem Monat mal mit diesem Rank. Daran werden wir arbeiten. Und abgesehen von diesem Rank werden wir dann mal probieren, die Abenteuer zu spielen, beziehungsweise mal die Arena, schauen uns Kartenchaos an, all diese Dinge, die ich bisher noch gar nicht gemacht habe in Hearthstone. Ich hoffe, es gefällt euch, einem Anfänger mal von ganz Anfang an zuzuschauen, wie er sich dann da hochspielt in diesem Spiel. Ich finde das Spiel ziemlich interessant. Ich glaube, man kann da recht hochkommen. Ich glaube, das hat Potenzial. Ja? Ich schaue es mir auf jeden Fall an. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Freue mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Euer Wingman.